Liebe EVG und auch liebe Mitglieder der EVG, 125 Jahre Eisenbahnergewerkschaft, seit 10 Jahren unter dem Namen EVG. Das ist wahrlich ein Grund zum Feiern und für einen ganz großen und herzlichen Glückwunsch. Sie können mit Fug und Recht stolz sein auf das, was erreicht wurde. Für die Mitarbeitenden im Allgemeinen und für unsere Bahn im ganz Besonderen. Gewerkschaften sorgen seit Mitte des 19. Jahrhunderts für das Einbringen sozialer Komponenten in den Arbeitsalltag. Es war ein langer und zäher Kampf, der viele Höhen und Tiefen hatte. Mitte des 20. Jahrhunderts gab es dann viele durchschlagende Erfolge. Zum Beispiel die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, die 5-Tage-Woche, geregelte Entgelte oder auch fixierten Jahresurlaub. Und all diese Erfolge zählen natürlich auch noch heute. Mit der fortschreitenden Technologisierung und Digitalisierung entstehen auch immer neue Herausforderungen für Arbeitgeber und Gewerkschaften. Gemeinsame Herausforderungen, die wir zusammen meistern müssen und natürlich auch wollen. So wie wir uns ganz aktuell den Herausforderungen der weltweiten Pandemie gestellt haben und damit umgehen. Ich sage Danke für streitbare, aber immer fruchtbringende Gespräche, Verhandlungen und Verabredungen. Erfolg für unsere Bahn, Erfolg für unsere DB Cargo und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das geht nur im gewerkschaftlichen und natürlich auch betrieblichen Miteinander. Eine starke Schiene, eine starke Cargo braucht auch starke Gewerkschaften. Also nochmals, ganz herzliche Glückwünsche. Und wie wir bei Cargo sagen, möge die Fracht mit uns sein. Herzlichst, Ihre Ursula Biernert, Vorstand Personal und Arbeitsdirektorin der DB Cargo AG.